hier und herzlich willkommen zurück bei Iron Sword Rainbow Art. So, ich muss zugeben, das ist eine Ewigkeit her, die ich hier gespielt habe. Jetzt frage ich mich. Achso, die macht gerade. Okay, die. Dann tun wir mal ganz kurz jemand anders hier nehmen. Und zwar, wir haben hier einen Großhändler bekommen. Ja, machen wir hier einfach mal mit einem Großhändler quatschen. Mal gucken, was rauskommt. Ich bin ein wenig angeschlagen mit der ganzen Pollen, die da gerade draußen rumfliegen und so ein Scheiß. Oh, bisschen anstrengend, aber naja, was soll's. So, was, jetzt muss ich selbst erstmal gucken, reinkommen wieder. Muss ich zugeben, ich habe seit einer geraumen Zeit nicht mehr gezockt. Aber das sage ich euch nicht. Was haben wir denn hier? Mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich mal hier durchgehen. Das sind, glaube ich, alles meine Teile, die ich habe, oder? Nein, die er hat. Gut. Bauteile haben wir hier. Können wir nie genug haben, nehmen wir auf jeden Fall ab. Drogen wollen wir nicht haben. Kraftstoff machen wir selber. Könnte ich an euch verkaufen, wenn es geht? Nein. Er will nur Tiere haben. Okay, er will nur Tiere haben. Okay, was könnte ich denen noch abkaufen? Mal ganz kurz durchgehen. Ne, Alpakas will ich alles nicht. Schokolade. Nö, Essen tun wir selber herstellen. Insektengel. Als Nahrung von über. Okay, nee. Hühnereier brauchen wir auch nicht. Schildkröten, nö. Medizin. Nehme ich immer. Stahl. Ja, Stahl. Ganz kurz. Lasst mich mal ganz kurz gucken. 7.500. Ja, okay, das können wir erstmal so belassen. Gucken, was sagt unser Budget? Oh, Budget reicht doch aus. Uran, ja, weiß nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall hier mit. 10.000, ja gut, das übersteigt schon unser Budget. Wie viel? Oh, 400 Teile. Ja, okay. Das müssen wir ja nicht unbedingt machen. Okay. Machen wir Folgendes. Was kann ich verkaufen? Alpakas habe ich hier. Ich habe selber Alpakas. Will ich die verkaufen? Will ich auch die Hunde verkaufen? Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Wir haben drei männliche. Ah ne. Wir haben... Doch, 9 männliche Truthähne. Da verkaufen wir jetzt mal... 5. Und wir verkaufen auch 5 weibliche. So, männliche Hühner verkaufen wir auch mal ein paar, ja, machen wir 12 Stück raus und verkaufen 16 Hühner. Hier die Kuh behalten wir, auch den Stier behalten wir. Alpaka weiblich haben wir nur jeweils alles einmal. Ja, den Rest behalten wir. Als Bauteile nehmen wir auf jeden Fall. Die Medizin auch. Da haben wir wieder was. Stahl, ja, ich weiß nicht. Brauchen wir es unbedingt? Nee, Stahl lassen wir weg. Das ist dieses Bauzeug. Das ist, glaube ich, fürs Raumschiffbau. Material für Raumschifftechnologien ist aufgrund ein einziger. Ja, genau. Nehmen wir mal davon nur 200. Und sagen... Annehmen. Okay. Warum? Null? Ach so, weil ich kein... okay, gut. Ich habe nicht Silber da liegen, deswegen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Silber da reintragen. So. Anheuern. Okay, Lager. Kritisch. Bup, bup, bup.
Rohstoffe. Silber. Ja. Was packen wir hier noch am besten rein? Was wir herstellen? Kraftstoffe. Wir verkaufen auch den Kraftstoff hier drin. Und wie nennt sich das? Teufelsgras, hä? Oder? Teufels, ja, genau. Das verkaufen wir auch mal, das hier drin. Herstellung. Nee, Ressourcen war das. Nee, Nahrung nicht. Textilien. Da. Das auf jeden Fall. Okay. Ja, ich glaube. Lass mir mal ganz kurz hier nochmal das hier einfach aufbauen. Machen wir hier nochmal weg. So. Damit es einfach hier symmetrischer ist. Ihr wisst doch, Symmetrie ist das Wichtigste im Leben. So. Okay. Das heißt, wir spulen auch einfach mal fix vor. So. Was habe ich hier gesagt? Abreißen bestimmt, hä? Bestimmt. Okay. Wir können machen. Fernseher läuft hier dann auch. Können die dann irgendwann Fernsehen gucken? Ist okay, sie gehen alle Haya-Bubu machen. Ich sehe gerade, wir haben auch, ich habe hier das Krematorium sozusagen rangelegt. Die Brutzeln essen, das ist sehr schön. Wird das Zeug auch reingetragen, was wir bestellt haben? Jetzt muss ich mal selbst gucken. Wo ist denn das gelandet? Oh, hier. Komm her. Tragen. Komm, tragen. Ihr sollt das bitte mehr Zeug reintragen. Ja. Wäre schon wichtig. Ja, dann lasse ich den mal jetzt einfach hier so ein bisschen rumhampeln, die Leute. Ja, gewisse Ackers tue ich ja gar nicht mehr betreiben. Hier oben das auch nicht mehr. Ja, okay, gut, gut, gut. Hier lang noch die Toten. Stimmt, hier sind die letzte Mal durchgebrochen gewesen, genau. Okay, okay, okay. Stimmt, da kann ich das Ding hier mal abreißen. Ah, das habe ich schon befohlen zum Abreißen. Ja, dann lasse ich die mal hier einfach mal ackern. Sollen die ja schon machen. Wie geht's dir überhaupt? Wie geht's dir? Bedürfnis? Sieht alles okay aus? Dir gefällt es da noch im Bett? Ist klar. Dir fehlen die zwei Beine. Hm. Bewegung ohne. Linkes Bein. Abgeschlossen. Behandlung ist jetzt notwendig. Ja. Operation. Hinzufügen. Mal gucken, was können wir da machen? Implantiere Holzbein links. Holzbein. Neues Gebiss. Ach, versagt. Hat das. Aber es geht los. Wir haben unsere Verteidigung hier drin. Das ist doch sehr schön. Okay. Mal gucken. Linke Niere. Nee, wir wollen nichts entnehmen. Implantat Gebiss. Warum Gebiss? Gebiss? Plantieres neues Gebiss. Kiefer. Okay, linkes Bein. Rechtes Bein. Und ein Kiefer. Und?
Komm, ihr sollt das auch behandeln. Holzbein! Ja! Yeah, wir haben schon mal ein Holzbein. Rippen zertrümmert. Es tut mir leid. So. Jetzt wird er geheilt. Das ist sehr schön. Gefüttert. Okay. Ein Waffenhändler ist gekommen. Sehr schön. Okay, cool. Haben wir schon. Ne, wir haben noch kein Silber hier drin. Dann machen wir Folgendes. Wir sagen hier drinne. Rohstoffe. Silber. Nie wieder. Danke. Herstellung. Kraftstoff. Nie wieder. Danke. Und Textilien kommt hier auch nie mehr. Dieses Teufels. Oh. Leder. Da. Kommt auch nicht hier rein. Ganz einfach. So. Dann müsste es doch gut laufen. Ja, ich weiß, dass du Schmerzen hast. Du darfst auf jeden Fall dann deine Kleidung neu wechseln. Mal gucken. Farbreichen, Farbreichen, achso. Einschläfer. Na, danke. Bewegung ohne. Okay, mal gucken. Wir haben auf jeden Fall linkes Holzbein. Haben wir jetzt? Bewegung schlecht. Ist egal. Er kann sich schon mal bewegen. Okay. Sieht schon mal ganz gut aus. Also. Wir können. Nee, also Körperteile wollen wir jetzt nicht entnehmen. Das ist klar. Okay. Atmung. Essen, sprechen, Arbeit. Und er läuft. Er kann laufen. Yes. Wir haben tatsächlich unseren kranken Mann erfolgreich operiert. So, mein Freundchen, du brauchst dir nicht, nicht nur eine Hose zu wählen. Ja? Du darfst sogar auch dir ein Oberteil nehmen. Ein Oberteil. Und ja, was machen wir jetzt mit dir überhaupt, mein Freundchen? Jetzt muss ich mal gucken, wer bist du? Du bist, da bist du. Ja, genau, Nina Ghost. Da, okay. So, da bist du. Pfleger. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was kannst du überhaupt? Eigentlich hier Charakter, genau, Charakter. Sozial bist du. Du bist ein Bergbautyp, Handwerk und Forscher. Okay, in der Richtung werde ich dich dann auch einsetzen. Hoffe ich doch. Bergarbeiter. Schmiede, Schneidern, Handwerk, Reinigung. Ja, klar. Warum nicht? Hau rein, mein. Halt. Fernkampf. Fernkampf. Ja, dann kriegst du auf jeden Fall eine Schrotti in die Hand. Fernkampf. Kriegst du die. Fernkampf hat sie schon. Ich muss ganz kurz für mich noch einmal durchgehen. Fernkampf. Haben wir noch eine Schrotze irgendwo liegen? Nö,
Die wird gleich in Benutzung genommen. Okay, dann kriegst du auf jeden Fall. Ja, das kann. Na, lassen wir erstmal so. Fernkampf, ja. Du hast gar nichts, also nur im Nahkampf. Allerdings müsste ich dir mal ein dickes Schwert bauen, hä? Achso, nö, das wollen wir nicht aktivieren. Ah, komm, kriegst du einen Knüppel? Nahkämpfer sind Nahkämpfer. Ja, du kriegst, hast die Schrot. Ja, du behältst das auch. Ja, du behältst das. Du bist nur ein Fernkämpfer. Dafür. Ja, am besten eigentlich auch noch ein Jagdgewehr. Hier, nimmst du das Gute. Ganz einfach. Legst deine Schrotflinte ab. Und ja, so ist okay. Okay. Klamottenherstellung. Was haben wir denn da in Auftrag gegeben? Können wir auch Mantel herstellen? Einen Parka. Das ist doch hier ein Parka, den sie trägt, nicht wahr, unsere Freundin? Einen Sturmmantel. Cowboyhut. Mal gucken. Hose, Hemd, Jacke, Cowboyhut. Da ist alles dabei. Hose, Hemd, Sturmmantel. Stammeskleidung. Ein Parka. Staubmantel. Nö. Wisst ihr was? So kann es erstmal bleiben. Ach du, hier im Blau. Stimmt ja. Einiges müsstest du auch langsam mal nicht nur die Hose im Blau haben, in Rot haben, sondern auch den Rest. Aber der Rest muss genäht werden. Ein Händler mit exotischen Gütern. Ja, okay. Freundchen. Du bist, glaube ich, hier meine. Ich brauche. Entschuldigung. Da. Soziales 11, genau. Bitte, hier. Ah, mein Silber wurde gerade reingebracht. Das ist sehr schön. Exotische Sachen, was haben die denn hier? Die haben auf jeden Fall eine Lunge. Ein, Armbrust. Eine Armprothese. Okay, ja, gut. Glücklichkeits. Für fast 1000. Ja, ich glaube, der war doch okay. Raketenwerfer und ein Racken. Okay, gut, klar. Nö, das brauche ich alles nicht. Ein Teleskop. Ich glaube, das können wir selber bauen, aber. Ja, nö, 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 nö. Berserker Beruhigungs. Persönliche KI. Händler. Ja, die wäre eigentlich ganz gut. Für unser Raumschiff. Aber 4.500, das ist teuer. Das ist teuer. Okay. Ich hätte gerne die KI schon gehabt. Für das Raumschiff. Aber was soll's, können wir nicht haben. Also, ich weiß nicht, verzichten wir einfach drauf. Und kaufen uns nur hier den Beruhigung und Glücklichkeits. Ja, mal gucken. Annehmen. Erstmal. Halt. Bereits Teil zum Glück. Achso, Trage, genau. Trage, genau. Dann. Du kannst dich tragen. Du trägst und. Ich weiß. Entschuldigung, dass ich dich nochmal aus dem Bett hole, aber. Oh. Warum haben wir keinen Strom mehr? Oh. Das ist nicht gut. Strom. Ganz kurz gucken. Ach, klar. Weil die hier fressen wie Schwein. Strom aus. Aus. Aus.
aus und aus. Und na los, schalte ganz schnell ab. Danke. Ach ja, stimmt ja. Meine, die Sachen nehmen ja alle ordentlich an Strom ab. Dann werden wir Folgendes machen. Wir werden hier noch mal ein paar Batterien einsetzen. Und zwar ja, auf jeden Fall diese Energie, das werden wir abbrechen. Und zwar, wir brauchen ja auch einen Feuerlöscher. Löscher, wo warst du? Sicherheit, glaube ich, ja? Nee. Diverses. Genau. So. So soll es sein. Ein Löscher. Hier kommt auch ein Löscher hin. Sicher, sicher. Wir wollen ja schließlich, dass nicht unser Zeug alles daher abfackelt. So. Wir bauen mal hier ein paar Sachen einfach auf. So, geben dahin was. Gehen mal dahin was. Und das war's auch. Ein Händler in der Nähe ist eingetroffen. Ein Handelsschiff. So. Rein da. Gut. Können wir immer noch nicht verkaufen. Warum können wir nichts verkaufen? Wahrscheinlich, weil das Dach zu ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich deswegen. Okay. Sonst könnte ich hier nämlich das Zeug... okay. Ich glaube, wir brauchen hier ein offenes Dach. Die Nase läuft. Oh, Elefanten. Nee, brauchen wir nicht. Ansonsten... Küken, Hennen, Hahn. Fünf von... Ja, nö. Nö. Okay, gut. Okay, noch ein Händler. Ein Moment, meine Freundin. Ich muss dich leider nochmal zurückrufen. Der hat jetzt hier andere Sachen dabei. Was hat er hier? Beruhigung. Okay. Herz. Okay, nö. Was hast du hier? Affen. Ja, Affen brauchen wir nicht. Ja, nö. Das ist nicht wichtig. Aber ich bin gerade überlegen, ob ich nochmal so ein Beruhigungsteil kaufe. Ach komm, was soll der Geiz? So, mitnehmen. Baumwolle. Ja doch, brauchen wir. Der Teppichverlegung. Ja, brauchen wir ja schließlich auch noch. Ach, haben wir ja so gut wie gar nichts mehr hier. Das ist ja schön. Das heißt, einiges können die jetzt hier arbeiten. Das ist doch mal grandios. Oh. Wo sind... Okay. Tun wir... eine Kopie bauen. Obwohl, halt, Holzbett wollen wir nicht. Warum habe ich schon wieder keinen Strom mehr? Achso. Auch mal Strom aus. Das verstehe ich gerade null.
Okay, dann machen wir es so. Strom. Wir schließen die erstmal hier zur Not mit an. Ja. Sollen die alles schön machen. Wie gesagt, einfach mal rattern lassen hier in ganz in Ruhe. Und diverses. Abschussrampe, Multi, stimmt, den müsste ich dann ja auch langsam mal bauen. Für mehr Forschung, für später. Entwässerung, Löcher, ja. Da machen wir Folgendes. Genau, und zwar hier Befehle. Kein Dach. Nee, können wir auch nicht entfernen. Mal gucken. Ich gucke einfach, ob es klappt. Ansonsten haben wir da ein Problem. Nee, wir können ja kein Dach machen. Okay, das heißt, auch hier drinnen können wir definitiv nicht. Was haben wir denn überhaupt hier für Steine? Schiefer. Okay, Böden. Das ist hier der rote Teppich. Und Einsturz. Ja, ich weiß. Einer deiner Maschinen, Windturbine, hat eine Störung. Ja, das ist klar. Und die müssen auch dann hier irgendwo freigeräumt werden. Ist aber nicht so schlimm, weil das ja alles dann nach und nach kommt. Ich sehe gerade, Tiere, bitte nur in der Tiergebiet, Tiergebiet, Tiergebiet da. Das sind die ganzen Küken, die geschlüpft sind. Genau, so soll es sein. Dankeschön. Geht wieder zurück, meine kleinen Hühner, Küken. Sonst fresst ihr hier noch mein ganzes Futter weg, was ich, oh, nicht mehr habe. Ach doch, doch, hier oben im Kühlschrank wird es gelagert. Ja, sehr gut. Waffenhändler. Ist gerade unwichtig, obwohl, Soziales, ach, Soziales, nein, hier, komm, hin da. Nein, jetzt ist der Strom weg. Ja, okay. Dann machen wir es anders. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. Irgendwann müsste ich diesen Geothermalgenerator mal anwerfen. Okay. Menschliche, tierische, ja, alles Leichen dahin packen, bitte. Ist das überdacht? Mal ganz kurz gucken. Wie gesagt, diese Folge mache ich mal ein bisschen länger, weil ich auch erstmal reinkommen muss wieder. Kein Dach erweitern. Ah, ich glaube, ich hab's. Nee. Ach, Mist. Weil somit verrotten die Dinger auf jeden Fall. Verrottet, da es nicht gekühlt ist. Überdacht ist, genau. Ist okay, kann ruhig so super bleiben. Ich muss nur irgendwie schaffen, hier ein bisschen freizuräumen. Das heißt, den ganzen Granit- und Marmorblöcke hier wegzubekommen. Ja, muss irgendwie alles mal reingetragen werden. So Stück für Stück.
Brennstoffherstellung aus Holz. Wieder aktivieren und unser Teil aktivieren. Ganz einfach. Was ist hier? Repariere Weapons. Immer. Da sollen immer Waffen repariert werden. Ist okay. So. Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles klappt. Schmelzofen. Okay, gut, ja. Mist. Tiefgekühlt. Verdirbt nicht. Okay. Ja, dann bräuchte ich wahrscheinlich noch mehr davon. So eine, eigentlich so eine Anzeige, wie viel Energieverbrauch wir haben und produzieren können. Das wäre irgendwie sinnvoll gerade. Ja, dich lasse ich einmal essen. So, da kommst du bitte einmal her. Ach ja. Ja, verkaufen können wir leider nichts. Nur einkaufen. Das ist natürlich irgendwie bescheiden. Ah, das ist überhaupt nicht so gewollt, wie ich das... Ah, Mist. Doch, hier, ich kann jetzt verkaufen. Ich kann verkaufen. Okay, gut. Muss ich doch nicht. Ich kann hier verkaufen. Das reicht mir doch schon. Das reicht mir völlig. So, das ist doch super. Was bist du denn? Ein kleines ausgeglichener Hund. Achso, wird zum Ursprung zur Jagd auf Ratten gezüchtet, bevor er später eine vorzugter Begleiter wurde. Okay. Ach so, so eine Art wie Hunde. Ach, Yorkshire Terrier. Ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Eine Katze. Weiblich, weiblich, männlich. Kaufe ich sofort. Katzen sind immer schön. So. Bub, das brauchen wir nicht. Schildkröteneier befruchtet. Oh, 95 Stück haben die. Können wir eine Schildkrötenzucht aufbauen? Nix da. Wir haben unsere Hühner. Reicht. Ganz kurz durchgehen. Nö, das war's eigentlich. 5000 und? Das heißt, wir gehen mal hier von ein bisschen runter. Machen hieraus nur eine 500. Und nehmen das dann mal an. So, halt. Tiere bitte. Und zwar meine kleinen Katzen. Das sind hier Katzen, genau. Heimatgebiet bitte nur. Und ja. Nur ins Heimatgebiet. So, was machen jetzt die Katzen? Ach, die machen gleich Liebe. Ja, super. So soll's sein. Krematorium, ja, das macht auch schon Platz. Wunderschön. Stein wird ordentlich produziert. Hier, da haben wir noch installieren. Ach, drehen können wir das nicht. Ein verrücktes Tier. Ach, musst du denn so verrückt... Okay, ein Moment. Wir machen Folgendes. So. Lassen ihn ganz kurz antraben. Habe ich überhaupt damals schon hier...
Ja, doch, habe ich geöffnet gehabt. Auch abgebaut. Genau, so soll es sein. Es muss nur alles wegtransportiert werden. Und gut ist, genau. So. Ich sage: Angriff. Alle hierher. So. Einmal kurz gucken und es ist tot, leider. Das war's. Könnt alle zur Arbeit gehen. Halt, du sollst geschlachtet werden. Schlepp es doch nicht gleich weg. So, kann ich hier sagen? Nein, nicht es. Körper. Ah ja. Präzisionsgewehr, Magen, Niere zerstört. Vorderes linkes Bein abgeschossen. Ja, okay. Ja, wir kriegen einfach nicht genug Energie. Verbunden und gespeichert. Ja, fällt gleich wieder aus. Ist klar. Was habe ich hier gesagt mit Produktion? 5000 wollen wir insgesamt haben. Jo. Ah, wird geschlachtet. Sehr schön. Ja. Schon geht's los. Heu, das heißt, wir werden auf jeden Fall hier nochmal das Gebiet erweitern. Machen wir doch bis dahin. Halt. Löschen. Okay. Machen wir so. Könnt ihr das Zeug auf jeden Fall einlagern? Ja, ich weiß, kein Strom. Dann machen wir Folgendes. Und zwar, ha, ich habe eine Idee. Und zwar, wir machen jetzt Wände aus Granitblöcken. Und zwar geht das jetzt dahin. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie groß ist denn dieser? 2x2 ist der. Gut, 2x2. Also 1, 2. Platz 2, 3, 1, 2 und runter. So, so machen wir das. Und zwar 3, 3, sehr schön. Und eine normale Granittür. Dafür haben wir jetzt Granit da. So. Und zwar hier drinne kommt jetzt ein Generator rein. Oder zwei Generatoren mit der Lagerfläche Treibstoff. Und gut ist. Und dann sollen die immer befeuert werden. So habe ich das jetzt vor. So, Arbeit können wir dann auch nochmal. Mach mal so. Vielleicht wird es ja irgendwie jetzt mal hier was anders gemacht. Dass immer was gebaut wird oder auch nicht. Du hast nichts zu tun, hä? Untätig. Da, 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 da. Stimmt. Sie kann nur jagen, Tiere pflegen, Kunst machen. Kunst machen, wow. Dann stell. Einfach nochmal ein paar Sachen her. Meine kleine Künstlerin so. Ich hoffe, dass jetzt mal ein bisschen hier was gemacht. Wow. Wow. Strom. Du kommst dahin und du kommst dahin. Boah, die Nase läuft, ey. Das ist echt anstrengend gerade.
Ach so, L. Das soll alles abgerissen werden, genau. Okay. Nochmal Strom, eine Leitung, eine Struktur, eine Granit. So, eine Gruppe im Stich gelassener und verwirrte Tiere. Oh, ich habe Huskies bekommen, ja? Tiere? Halt! Tiere? Ein weiblich, zwei männliche. Okay. Ja, dann kriege ich halt drei Hunde dazu. Auch okay. Ja, die machen das schon irgendwie. Und zwar Zone. Lagerzone. Kritisch. Alles löschen. Hergestellt. Kraftstoff. Nee, Textilien. Ups, Entschuldigung, Rohstoffe. Nee. Herstellung. Keine Textilien, sondern Kraftstoff, da. Nur Kraftstoff soll da rein, genau. Eine Versorgungskapsel ist abgestürzt. So, das nehmen wir auch mal mit rein. Störung im Stromnetz. Ja, okay, ist doch gar kein Problem. Wir machen das mal einfach aus. Ganz einfach. Das schalte ich aus. Wunderschön, es wird nämlich gerade hergestellt. So, und da drinnen brauchen wir auf jeden Fall für die, nee, diverses was, der Löschschaum. Unsere Löscherpumpe kommt auf jeden Fall dahin. So. Haben wir denn für unsere Leute alle einen Sarkophag reserviert? Mal gucken. Das war ja leider unser erster Verstorbene. Enthält große Bubububub. Handelt wurde von einem ermordet. Was? Achso. Ist einer feigen und halbherzigen Art durch eine am 15. im Frühjahr 5500 verstorben. Also, okay, cool. Steht sogar Infos dran. So, jetzt mal gucken. Den? Max haben wir auch. Schauen, ja. Tissi? Dann kommt Mac. Ja. Ben. Markus. Ja. Dann haben wir hier. Ja. Unseren Beinamputierten. Jamie und Spider. Ja, genau. Ist auch drin. Super. Okay, gut. Also, ja, es hört sich blöd an, vorreservierte Todesbereiche, aber naja, muss ja auch sein. Die produzieren ordentlich Futter, der macht ordentlich Holzdinger, das heißt, oh, hier haben wir ein neues Teil. Ah ne, ein altes Teil, nur das können wir mal aufbauen. Freie Betten, ja,
packe ich dich denn am besten mal hin? Im Moment noch gar nicht. So. Eine Säureneruption, ja super. Mein Strom fällt aus. Ach, ist doch alles zum Kotzen. Aber tiefgekühlt verdirbt nicht. Das ist schon mal perf. Katze? Hör auf zu futtern. Auf jeden Fall haben wir wieder ordentlich Strom hier drin. Verbundene und gespeicherte Energie. Hm. Haben auf jeden Fall hier ordentlich, was wir machen können. Das ist sehr schön. Es läuft auf jeden Fall. Oh, wenn Strom aus ist, kommen wir noch mal mehr zum Fernsehen gucken. Naja, wenn wir kein Fernsehen gucken können, können wir auch. Wenn kein Strom ist, ist auch kein Fernsehen. Also ist ja klar. Okay, sieht doch schon mal alles ganz nett aus. So, das wird auch alles hergestellt, alles gemacht, alles getan. Eigentlich soll das mal alles reingetragen werden, bitte. Aber na gut. Die machen erstmal für sich. Wir lassen ja schon auf Stufe 3 vorspulen ordentlich. Ja, Strom kommt rein. Unsere Windanlagen machen im Moment gar keine Leistung. Leistung, also blockiert durch Pappel. Achso. Ja, dann machen wir Folgendes. Okay, Holz hacken. Das heißt, wir hacken hier einfach mal alles weg, was hier ist. Ich guck nur gerade. Okay. Biber. Kommt, ihr seid alle zur Jagd freigegeben, so. Und wer jagen möchte, darf jagen. Oh, schon wieder eine Sonne. Oh Mann, ey. Es geht ja mehr Strom flöten als sonst was. Okay. Genau, mach die Bäume mal weg. Damit der ganze Schrott weg ist. Und dann machen wir Folgendes. Böden. Wir machen hier einen Granitboden hin. Von da bis dahin. Gut. Also. Granit. So. Einfach einen Granitboden. Ja, so soll es sein. Die tun wir mal abbrechen. Sehr gut. In der Hoffnung, dass da nämlich keine Bäume mehr wachsen. Deswegen. Ja. Soll das gemacht werden? Oh ja, weiter Tote liegen. Oh, wie schlimm. Warum futterst du neben den Toten? Bist du doof? Aber na gut. Jeder sich selbst überlassen. Wie er es machen möchte. Der produziert ordentlich an Dings. Ja. Treibstoff. Sehr schön. Arbeit. Puh. Machen wir mal wieder so. Weil jetzt muss auf jeden Fall mal hier gereinigt werden. Forschung. Was haben wir denn hier noch zum Forschen? Der Analysator fehlt. Der fehlt. Alles der Multi-Analysator. Ja, alles der Multi-Analysator. Okay. Ohne den geht's nicht.
Das heißt, ich werde auf jeden Fall jetzt mal hier den Multi-Analysator hinpacken. Raumschiff, ja, haben wir leider noch nichts. Temperatur, ja, Vergnügen haben wir erstmal so da. Der Multi-Analysator. Da ist er. Stahl, Plasma, Gold haben wir alles vorhanden, glaube ich. Gold, das Zeug und Stahl haben wir so oder so. Sehr schön, also gefällt mir im Moment. Kann ich denn meine Leute auch mal sehen, was die für, selber für Bedürfnisse haben? Ja, okay, die Welt. Ach Mist, das war jetzt nicht so geplant. Aber na gut. Der braucht ein bisschen. Also unsere Heimat. Und irgendwo war doch hier dies da. Die haben uns kontaktiert gehabt. Reiseziel. Dann müssen wir irgendwo mal hinreisen. Naja, okay, gut. Ich glaube, dann werde ich erstmal hier Schluss machen, ja. Haben wir jetzt hier fast eine Stunde gemacht? Oder mache ich die Stunde voll? Ach, kommt, Jungs. Ich mache die Stunde noch voll. Gutes. Ja, trainiere mal die Hunden. Genau, schön, 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 schön. Läuft alles wunderbar. Gefällt mir. Okay. Genau, du stellst Granit weiter her. Warum stellt kein anderer das Granit mit her? Was haben wir denn hier? Uran, stimmt. Was ist das hier? Silber, ja, okay, gut. Ah, seht mal. Stahl wurde schon angeschafft. Braucht nicht mehr lange. Wird von wegen gebaut. Was sehe ich gerade gar nicht? Okay. Halt. Haltbarkeit. Okay. Ah. Stahl, alles da. Wunderschön. Und es kann endlich geforscht werden. Was forschen wir denn als nächstes? Tiefbohrungen. Tiefbohrung erlaubt Tiefbohrungen aufzustellen, mit den Ressourcen aus der Tiefe der Erde zu fördern. Gefördert werden können. Du benötigst einen Tiefbohrer-Scanner und die Rohstoffe, um die Rohstoffe zu finden. Klar. Okay, schalte der Bilaro-Motor frei. Dieser verbessert die Behandlungsqualität von Patienten, wenn sie neben einem medizinisches Bett nicht ein normales Bett im Krankenbettmodus aufgestellt werden. Okay, cool. Mehrläufige Waffe. Energiewaffe, Energierüstung. Okay. Wir tun erstmal. Ja. Gesundheit ist erstmal wichtig. Versorgungskapsel. Jade. Machen wir es so. Einsammeln. Und einsammeln. Timberwolf. Okay, gut. Wird eh dann. Okay. Ja, na gut. Jetzt müssen wir einfach mal warten, bis sie das ganze Zeug erstmal ranholen, würde ich erstmal sagen. Und ich glaube, ich lasse das erstmal offline so weiterlaufen. Ja. Kann ich hier einfach mal, kann ich hier sagen? Aufgabe: Verbrenne Leichen. Und das für immer. Und Strom ein.
muss mal gucken, ob das geht. Wer holt jetzt die erste Leiche und verbrennt die? Na gut, ja, ist mir egal mit der Nahrung, Lebensmittelvergiftung ist mir Ritze. Da kommt die erste Leiche. Yeah. Cool. Kann ich auch noch sagen, Drogen verbrennen, Kleidung verbrennen. Und zwar alles, wenn die 25% haben. Für immer. Ich weiß ja nicht, der nächste Leichnam kommt. Ich will nur wissen, ob er auch die Tierkadaver verbrennt. Ah, guck mal, ha, Windrad macht schon mal ein bisschen Energie. Wird blockiert durch Granit, genau, das muss ich alles hier wegräumen. Und auch das hier wegräumen, ganz wichtig, damit ich Platz habe. Nochmal schauen, ob der Rest auch noch verbrannt wird. Und ja, also Schlafplatz für Tiere, genau. Ich glaube, Möbel waren das, hä? Tierbetten. Wie viele Tiere haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Huskies und 4 Katzen. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 4, genau. Kann ich? Nee, noch nicht zuweisen. Okay. Oh, hat er versagt beim Bauen. Okay, ups, nee, das wollte ich nicht. Einiges wollte ich sagen, hier Katze schlaft da drinne. Ne? Okay. Die Tiere hier haben hier drin ihr Schlafplatz und gut ist. Warum wird hier nicht mal sauber gemacht? Klar, du forschst, das ist logisch, das ist richtig so. Ist auch wichtig. Okay. Ja, was ist hier? Warum bist du dauerhaft offen? Na gut, ja, dann werde ich mich jetzt erstmal hier von euch verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja. Ich werde hier noch ein bisschen offline dafür sorgen, dass wir ein bisschen mal voranläuft. In der Hoffnung, dass auch hier oben die ganzen Stoffsachen abgeholt werden, das Holz abgeholt wird, die ganzen Baumaterialien mal ein bisschen reingeschleppt wird, alles. Ja. Und dann werde ich mich, glaube ich, um die Hydroponik kümmern, weil die hatte ich nämlich auch vorgehabt zu bauen. Irgendwo war das hier. Diese Hydroponikanlage. Da, Hydroponikanlagen. Die werden wir uns nochmal hier entzimmern und halt mal ein paar gewisse Dinge einfach dahin packen. Wie zum Beispiel hier das Teufelsgras hier zum Anbauen oder Heilpflanzen, genauso wie das ganze Baumwolle. Und dann werden wir einfach mal sehen, wie es ist. Und ja, dann werde ich mich erstmal jetzt hier verabschieden. Ja, mit einem Gesamtüberblick von das, was wir besitzen. Und unsere Tiere schlafen alle hier wunderschön. Klasse, gefällt mir. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch schon einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao.